Hallo, liebe Leute. Ich habe ja oft die Frage gehört, was kann man essen, wenn man Colitis hat? Ne? Das ist ja auch immer, also wenn man im Schub ist. Moment, ich mach das mal. So. Also, es gibt einige Lebensmittel, die ihr meiden solltet während des Schubes. Warum? Weil, ganz leicht erklärt, wenn man eine Wunde hat, ja, also eine offene Wunde. Unser Darm ist ja praktisch, also ihr stellt euch mal den Darm jetzt als meinen Arm vor und da ist eine offene Wunde, ja? Und wenn wir Körner essen oder schwer verdauliche Lebensmittel, ist das wie so ein Schmirgelpapier, was in die Wunde nochmal reingeht und es nochmal reizt. Und dadurch kann die Wunde nicht abheilen und es entstehen ja neue Entzündungen und immer wieder und immer wieder. Deshalb, es gibt einige Lebensmittel, die ihr während des Schubes meiden solltet, weil unser Darm ja empfindlich ist bzw. verwundet ist. Ja, ist ja eine offene Wunde. So, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, damit ich das nicht vergesse, weil ich mache das automatisch mittlerweile. Aber also, wenn ich einen Schub habe, ich habe den aber schon seit Jahren nicht mehr. So, also auf jeden Fall, was ihr vermeiden müsst, das sind ja erstmal nur die 10, die mir so spontan eingefallen sind. Körner. Keine Körnerbrötchen, keine Nüsse, gar nichts, weil die sind nicht fein genug, wenn wir die verdauen. Es ist ja wie Schmirgelpapier, wie das, was ich vorhin ja auch gesagt habe. Dann Gurken. Warum keine Gurken? Gurken blähen nochmal auf. Ne? Und noch mehr zusätzliche Gase machen ja Schmerzen. Dann Käse. Ne, es gibt ja mittlerweile laktosefreien Käse, aber damals gab es keinen laktosefreien Käse, als ich mitten im Schub war. Und sollte man auch meiden. Orangen. Warum die Orangen? Warum keine Orangen? Wegen der Säure. Weil Säure ist ja auch im Schub, es tut weh. Ja? Wir müssen ja die Symptome ja lindern. Also Orangen, Äpfel nicht essen während des Schubes. Man kann aber ein Apfelmus oder Apfelpektin essen, zu sich nehmen, irgendwie mit Wasser verdünnt. Das gibt es in der Apotheke, ist sehr, sehr vitaminreich, weil Äpfel haben halt viele Vitamine, aber in dem Moment, wo es uns halt schlecht geht, die Säure, es ist zu viel für uns. Dann nichts Gebratenes, ja? Nichts Gebratenes, was alles, was gebraten ist, klar, es schmeckt lecker, aber es ist schwer verdaulich. Unser Darm hat ja eh viel damit zu tun, sich selber zu regenerieren und aufzubauen. Deswegen, man muss es den Darm ja noch nicht noch schwerer machen. Also nichts gebrannt, verbrannt ist sowieso nichts. Nichts, was Medium irgendwie ist, auch nicht zu roh ist, weil das ist auch wieder, ne? Ist auch zu viel für unseren Darm. Dann nichts Scharfes, nichts Saures. Eis würde ich jetzt auch nicht unbedingt essen, wegen den Milchprodukten und so. Außer es ist laktosefrei. Dann nichts mit Kohlensäure, weil Kohlensäure bläht wieder auf. Was ihr essen könnt, ist, habe ich zum Beispiel automatisch gemacht, Kartoffeln. Aber keine gebratenen Kartoffelpommes, ne? Klar, die schmecken leckerer, ja, ich weiß. Gekochte Kartoffeln, gekochte Möhren. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ja, aber ich zum Beispiel habe eher Vollmilchschokolade und eine Schokolade, aber ohne Nüsse dann eher vertragen als einen Apfel. Klar, das ist aber auch wegen der Säure, ne? So, Brühe, Tee, Bananen, Weißbrot, ne? Weil wir brauchen ja auch Kohlenhydrate. Wir sind ja geschwächt dann, wenn wir einen Schub haben. Weißbrot könnt ihr essen. Warum? Weil es ist leichter verdaulich. Ist zwar nicht so gut, ja, aber in dem Moment, na, kann man ja nichts anderes essen. Oder halt Zwieback. Zwieback ist auch gut, ist auch nicht schlecht. Und das A und O, ich sage es immer wieder, haltet euch fern von negativen Menschen, ja, weil wir sind ja sensibel und wir sind ja sehr feinfühlig und das zieht einen mit runter, ne? Also mir hat es geholfen. Das sind so die kleinen Erfahrungstipps, Hilfen, die ich euch mitgeben kann auf dem Weg. Wie ich euch schon gesagt habe, ich habe mich ja selber geheilt, ich bin schubfrei und ich esse aber jetzt alles. Ne? Auch wenn mein Bauch aufgebläht ist, das ist ja nicht schlimm.
geht man auf Toilette, ist wieder gut. Ja, es gibt halt einige Dinge, die verträgt man ja halt immer noch nicht, aber es haben auch gesunde Menschen, die keine Colitis haben. Ja, wenn ihr Fragen habt, egal was, wie, schreibt es einfach. Ich werde immer mal wieder zwischendurch ein Video machen. Oder wenn ihr eine Idee habt, wozu ich noch ein Video machen kann, welches Thema spezifisch, wie jetzt hier mit den Ernährungen, was kann man wie essen, wie verhält man sich in Schub. Ruht euch aus, viel liegen, viel Ruhe, schaut euch lustige Filme an. Ne, das hilft. Lachen ist die beste Medizin, das altbewährte Rezept, aber es stimmt immer mal wieder. Ansonsten, ja, weg von negativen Menschen, weg von negativen Partnern, trennt euch von den ganzen negativen Scheiß. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber es ist machbar. Ne? In diesem Sinne, ich wünsche euch gute Besserung und dass ihr gesund bleibt euer Leben lang. Tschüss! Oh, ja, doch nicht ausgegangen. Ha. Ja. Ich um Videos drehen und YouTube, ne? Aber so, jetzt. Tschüss. Und das Leben ist schön.